Willkommen, ich möchte mir heute mal ein neues Drift-Auto kaufen. Den GTR habt ihr ja schon gesehen in dem letzten Video vielleicht. Da habe ich so einen kleinen Soundcheck davon gemacht, weil der eigentlich ganz geil ist, der Wagen, und zum Driften auch sehr gut geeignet. Möchte mir was Neues zulegen, und zwar habe ich da an heckangetriebene Ami-Power gedacht, und das sollte da jetzt der Mustang werden. Genau, den neuen Mustang nehmen wir dafür. Könnte vielleicht auch den Dodge Challenger später mal nehmen, auch ein schönes Auto. Aber erstmal den Mustang. Ja, ich bin schon beim Drifthändler hier. Der Mustang ist allerdings auch als Drag, Race und Runner-Fahrzeug erhältlich. Ich werde euch da jetzt mal ein kurzes Bild einblenden von den Daten der jeweiligen Kategorie. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es jetzt klappt. Da können wir jetzt einfach sehen, dass das Drift-Auto im Prinzip genauso ist wie die anderen Kategorien auch. Grundlegend erstmal die gleiche Stufe, PS und Höchstgeschwindigkeit. 0 auf 100 und Viertelmeile, da können wir einen kleinen Unterschied feststellen zu dem Drag und zu dem Runner. Finde ich ein bisschen unlogisch, dass das Drag-Auto jetzt etwas langsamer sein soll als der Driftwagen oder der Racer. Na gut. Wir werden den als Driftauto, als Driftwagen machen, und ich zeige euch einfach mal ein kleines Tuning von dem Wagen. Ich würde den gerne als Monster Energy Mustang umbauen, und das im Prinzip erstmal recht simpel gehalten. Kennt man vielleicht aus dem Internet den Wagen schon, könnt ihr einfach mal googeln. Ich glaube, ich werde es jetzt hier nicht hinkriegen, da noch so ein Bild mit zu mit reinzunehmen davon. Sieht auf jeden Fall recht cool aus, passt auch, Monster, das ist ein Monster, schönes V8 Monster, und deswegen nehmen wir den Wagen. Kostet knapp 80.000 Dollar, ist also noch auf jeden Fall im Rahmen. Den kaufen wir jetzt, und dann sehen wir uns gleich in der Garage wieder. So, da ist das gute Stück, habe ich schon mal zu der Garage hinzugefügt. Wie gesagt, sollte so ein Monster Energy Design haben. Gibt es auch in echt, hatte ich gerade schon erwähnt. Ich möchte das Ganze etwas dezenter halten, sage ich einfach mal, weil der, den man da schon kennt, wirklich sehr viele Vinyls hat. Ich möchte das sehr einfach halten, das kann man auch wirklich leicht nachbauen. Im Prinzip braucht man da nur zwei Vinyls, das wäre es eigentlich schon. Zwei grundlegende Vinyls, die zeige ich euch kurz. Und zwar werden wir einmal das hier verwenden, um die Kralle von dem Monster-Logo zu machen. Da müssen wir einfach drei Stück nebeneinander setzen, kommen wir später zu. Und da der Wagen etwas so aussehen soll wie der, den man aus dem Internet wahrscheinlich kennt, nehmen wir noch dieses hier mit dazu. Wie es gleich aussehen wird, sehen wir gleich. Wir machen erstmal ein bisschen Optik-Tuning bei dem Wagen, weil so kann man ja natürlich nicht lassen. Ich will das Ganze im Zeitraffer laufen lassen, und dann sage ich mal viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
Ford Mustang Monster Energy ist fertig soweit. Na, guck mal, jetzt kann man die Lichter auch schön sehen vorne, die auch grün leuchten. Ist zwar ein etwas anderes Grün, aber passt auch ganz gut dazu. Ja, also war nicht ganz so schwer. Ist auch recht schlicht gehalten, sage ich mal. Kann man ziemlich einfach nachmachen, denke ich mal. Genau, grünen Reifenfall habe ich noch eingebaut. Passt dann wieder zu dem Wagen. Ja, ich finde es gelungen. Könnt ihr gerne mal nachmachen, wenn ihr möchtet. Ansonsten denke ich mal, wenn da jetzt jemand dabei ist, der da keine Lust drauf hat, kann man sich das auch einfach mal runterladen in der Bibliothek. Aber ich finde es immer schön, wenn man das Ganze so ein bisschen selber designt und ein bisschen Individualität reinbringt, sag ich mal. Drücken kann er auch. Klingt schon mal gut. Im nächsten Video werde ich einmal zeigen, wie man damit wirklich driften kann. Dazu muss ich den erstmal noch ein bisschen auftunen, den Wagen, ein bisschen fahren und ein paar neue Teile einbauen. Würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Nachbauen.